Ja, hallo. Ich wollte mich mal wieder mit einem YouTube-Video melden. Ich hatte jetzt ein paar Probleme mit meinem Computer wieder, hatte in letzter Zeit jetzt deswegen relativ wenig gemacht im Internet. Bei YouTube stehen auch ein paar E-Mails aus, die mir geschrieben haben, denen ich noch nicht geantwortet habe. Das werde ich auch in den nächsten Tagen machen. Was mich jetzt zu diesem Video inspiriert hat, ist halt die Geschichte mit der Volksabstimmung in Griechenland von ihm hier, Papandreou, ins Spiel gebracht und die Wirkung darauf in der Öffentlichkeit. Ich weiß wirklich nicht, das kann ich nicht gut beurteilen, was der Papandreou da für Hintergründe hat, warum er das jetzt gemacht hat. Da wird ihm ja einiges unterstellt, aber was ich sehr bemerkenswert finde, ist, in Europa, was immer so vor sich herschiebt, die Demokratie ist unser Basis, ist unsere Basis, dass gerade jetzt diese demokratische Entscheidung so ein Aufruhr in den Medien verursacht, als wäre das das Schlimmste, was überhaupt nur passieren kann. Wie kann man über so eine Frage das Volk entscheiden lassen? Wenn man sich hier mal anguckt, das war vorhin sogar noch schlimmer, als ich nachguckt habe. Spiegel beschäftigt sich mit fast nichts anderem. Gute Nacht Griechenland, Hellas Wahnsinn. Papandreou droht das aus. Ja, und die Euro-Zentralbank senkt den Leitzins, auch um irgendwie wahrscheinlich Griechenland und Europa und so zu helfen. Einzig in dem Kommentar von, da werde ich dann auch einen Link hinsetzen, von Jakob Augstein, sind da noch so Zwischentöne angebracht, die doch eine gewisse Sympathie dafür haben, dass man über so eine Frage das Volk entscheiden lassen kann. Also, wenn man sich dagegen die Süddeutsche anguckt, naja, also, ich finde es jedenfalls bemerkenswert, was da jetzt momentan in den Medien abgeht. Das war es eigentlich, was ich in diesem Video sagen wollte. Habt noch einen schönen Tag. Ah!